konsumieren. They're not coming in as often. Die Leute kommen nicht mehr so häufig vorbei. Und sie kaufen weniger. Früher haben sie zum Beispiel Käse für eine Woche gekauft, jetzt nur noch für wenige Tage. Die Queen wird solche Probleme persönlich nicht haben, aber sicherlich eins, wenn die Briten ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Liz Truss hat nun den Job, die Wirtschaftskrise zu bewältigen. Die neue Premierministerin hat während ihrer Kampagne lange so getan, als würden Steuersenkungen ausreichen, um der britischen Bevölkerung zu helfen. Hilfszahlungen waren ihr zuwider, wie Mücken im Schlafzimmer. Mittlerweile denkt sie um. Noch in dieser Woche werde ich mich um die Energierechnungen kümmern und wie wir die Versorgung verbessern. Liz Truss ist vielen Briten noch ein Rätsel, weil sie gerne ihre Meinung ändert. In jungen Jahren bei den Liberalen, dann plötzlich konservativ. Erst völlig gegen den Brexit, später leidenschaftlich dafür. Erst komplett gegen jedwede Hilfe. Nun überlegt sie wohl, ein umgerechnet 100 Milliarden Euro Paket zu schnüren. Patricia verfolgt ungeduldig alle Nachrichten, weiß aber immer noch nicht, wie es mit ihren Energierechnungen weitergeht. Sie könne nur hoffen. Wie viele Briten ist sie unsicher, ob Liz Truss die richtige ist, Großbritannien aus der Krise zu führen. Boris Johnson geht, Liz Truss kommt. Zum Wechsel an der britischen Regierungsspitze hat Annette Dittert vom Norddeutschen Rundfunk diese Meinung. Es scheint fast so, als habe Boris Johnson die Bühne gerade noch rechtzeitig verlassen, bevor das ganze Theater zusammenbricht. Seit Margaret Thatcher hat kein Premier eine solch dramatisch zugespitzte Häufung von Katastrophen geerbt, wie jetzt Liz Truss von ihm. Nach einem vertanen Sommer bleibt ihr zudem jetzt nicht viel Zeit, um ihr Land und ihre Partei vor dem Zusammenbruch zu retten. Die Chancen aber, dass ihr das gelingen kann, sind ziemlich gering. Ihr wirtschaftspolitisches Credo, man müsse nur die Steuern für die Reichen senken, dann werde die Wirtschaft schon dafür sorgen, dass ein bisschen von dem Geld auch ganz unten ankommt, ist naiv angesichts der Dramatik der Lage. Und so müssen die Briten ironischerweise diesmal darauf hoffen, dass ihre neue Premierministerin eine ebenso rücksichtslose Lügnerin ist wie ihr Vorgänger und sie jetzt doch mit einem gigantischen Hilfspaket schnell eine 180-Grad-Wende hinlegt. Aber selbst wenn ihr das gelingt und sie damit kurzfristig eine drohende humanitäre Krise abwenden kann, die damit von ihr zu erwartende Fortsetzung des rechtspopulistischen Gaslightings, das Johnson eingeführt hat, dürfte auf allen anderen Ebenen verhängnisvoll werden. Das hartnäckige Leugnen der durch den Brexit entstandenen wirtschaftlichen Probleme zum Beispiel wird es ihr unmöglich machen, sie konstruktiv zu lösen. Liz Truss aber scheint bereit, das weiter in Kauf zu nehmen. Der mächtige